Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Ich bin Chefökonom und Chefanalyst der Firma Kettner Edelmetalle. Heute wieder unser 14-tägiges Marktupdate zu den Edelmetallen. Super Zeitpunkt, denn es passiert gerade relativ viel am Edelmetallmarkt. Wir sind jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen und man merkt schon, dass schon wieder die Angst grassiert unter den Anlegern und sich die Frage gestellt wurde, wie kann das sein, dass der Goldpreis jetzt schon wieder ein bisschen gefallen ist. Und genau diese Fragen werden wir heute detailliert für Sie beantworten. Deswegen unbedingt dranbleiben. Wir haben ganz viele spannende Charts und sehr viele interessante Informationen für Sie vorbereitet. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem heutigen Marktupdate. Es geht um die Themen Umschichtung in die Rohstoffe. Die hat jetzt endgültig begonnen. Man sieht immer mehr, dass jetzt Investoren mehr und mehr Kapital in den Rohstoffsektor investieren. Und es ist eigentlich auch gar nicht verwunderlich. Die Frage ist nur, warum hat es denn so lange gedauert? Aber nun kann man sagen, die Party scheint so langsam aber sicher loszugehen. Und deswegen schauen wir heute uns ein bisschen den Rohstoffsektor an. Das nächste Thema ist dann Donald Trump. Ja, selbstverständlich, über Donald Trump gibt es immer viel zu berichten. Aber was ganz interessant war diese Woche, war, dass Donald Trump wirklich mittlerweile angekündigt hat, dass er eventuell sogar die Einkommensteuer senken möchte. Und das ist natürlich etwas, wenn man die Budgetdefizite der USA ansieht, dann muss man das natürlich mit einbeziehen, weil das hat nochmal oder hätte zumindest nochmal ganz, ganz große Auswirkungen auf die Defizite in den USA. Weiter schauen wir uns dann den aktuellen Marktausblick für Gold und Silber an. Aber heute auch Platin mit dabei, denn im Platin tut sich auch was. Der Platinmarkt kommt wieder von seinen Tiefs, von C-Virus-Tiefs immer mehr hoch. Und da stehen wir derzeit auch kurz vor einer Ausbruchsmarke. Und deswegen muss man hier jetzt wieder ein Auge drauf werfen. Und anschließend schauen wir uns natürlich wieder die Zuhörerkommentare an. Ganz interessante Fragen waren letztes Mal dabei. Herzlichen Dank, dass Sie mitkommentiert haben. Wenn auch Sie natürlich Lust haben, eine Frage zu stellen, dann bitte tun Sie das. Kommentieren Sie unter diesem Video. Wir beantworten immer drei Fragen am Ende dieses Videos. Vielleicht sind Sie auch mit dabei. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ganz, ganz viel kommentiert und natürlich auch gefragt wird. Kommen wir nun gleich zum Thema Umschichtung in die Rohstoffe hat begonnen. Aber bevor wir direkt in die Rohstoffe hineinschauen, schauen wir uns doch mal zuerst an, wie war denn die Performance von Gold und Silber gegen den Aktienmarkt seit dem Konjunkturzyklus-Top der USA im Oktober 2018 und seit dem globalen Konjunkturzyklus-Top im Januar 2018. Und da habe ich Ihnen heute zwei Grafiken vorbereitet. Die erste ist eben vom Januar 2018. Da haben wir den Goldpreis, Silberpreis und den breit gefächerten S&P 500, den amerikanischen Aktienmarkt, gegenübergestellt. Und seit dem Januar 2018, wo eben das Top des globalen Konjunkturzyklus stattgefunden hat, schauen wir uns die Performance an. Hier sieht man, dass Silber extrem aufgeholt hat. Silber hat seit Januar 2018 73% Rendite gemacht, Gold 51% und der S&P 500 22%. Also obwohl die Aktienmärkte eigentlich jetzt schon wieder am Allzeithoch stehen, ja, und natürlich jetzt wieder der Zweifel kommt und viele Anleger glauben, ja, ist doch alles nicht so schlimm gewesen, jetzt kommt bald eine Impfung für das C-Virus und das ist dann wirklich, die Wirtschaft erholt sich dann schnell wieder. Man sieht es hier eindeutig, dass eben der Goldmarkt, aber auch der Silbermarkt hier nicht der wirtschaftlichen Erholung trauen. Ganz im Gegenteil, Silber und Gold sind extrem gestiegen und viel mehr wie der Aktienmarkt, wie man in dieser Grafik sieht. Und jetzt gerade in einer Phase, wo natürlich wieder Korrektur oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur steigt, sind natürlich wieder sehr viele kurzfristig unterwegs und denken kurzfristig. Aber genau das wollen wir nicht. Ja? Deswegen sagen wir immer wieder bei Kettner Edelmetalle, denken Sie bitte langfristig. Nur so können Sie wirklich auch die großen Preisbewegungen mitnehmen. Und wenn man sich diese Grafik anschaut, seit dem Januar 2018 ist das doch eine fantastische Rendite, 51% natürlich in US-Dollar, Silber 73%, allerdings in Euro ist die Rendite natürlich auch sehr, sehr, sehr gut. Schauen wir uns noch die nächste Grafik jetzt an. Hier geht es eben um die Rendite von Gold und Silber gegenüber dem Aktienmarkt seit Oktober 2018, weil das war das Top vom US-Konjunkturzyklus, wo eben damals diese gesamten Einkaufsmanager-Indizes runter gegangen sind. Und auch hier sieht man, dass ganz klar Silber outperformt mit fast 100%. Seit Oktober 2018 hat Silber fast 100% Rendite gemacht, Gold 68% und der S&P 500, obwohl er mittlerweile, wie man eben hier sieht in dieser Grafik, auf Allzeithoch, mehr oder weniger auf Allzeithoch wieder steht, also wir sind knapp drunter noch,
Nur 16%. Und natürlich neben dem ganzen Medien-Tamtam und was hier immer alles erzählt wird, wie toll doch jetzt wieder, wie toll es der Wirtschaft geht und diese V-Erholung, von der auch gesprochen wird, bitte vergessen Sie nicht, das hier ist die Wahrheit. Sie schauen hier auf die nackten Zahlen. Am Oktober 2018, das ist fast schon wieder 2 Jahre her, und da haben wir eine signifikante Outperformance von Gold und speziell Silber gegenüber dem Aktienmarkt. Dann habe ich Ihnen heute selbstverständlich noch ein Gold gegen den S&P 500 Ratio mitgebracht, wo man natürlich auch wieder schauen muss, okay, performt Gold wirklich besser wie der Aktienmarkt? Und hier sieht man auch, dass wir eben dieses Kaufsignal, technisches Kaufsignal von Gold gegenüber den Aktienmarkt, das ist ein ganz, ganz frisches Kaufsignal, das haben wir im März 2020 eben mit dem C-Virus bekommen, und da sieht man, das ist das dritte Kaufsignal innerhalb von 20 Jahren, also es ist schon wirklich sehr bedeutend, muss man einfach hier ganz klar nochmal stempeln, wie bedeutend das Ganze eigentlich ist, weil wir hatten bis jetzt eben nur ein Kaufsignal, das war im Mai 2002 damals von Gold gegenüber dem Aktienmarkt und ein Verkaufssignal von Gold gegenüber dem Aktienmarkt im Jahre 2013. Also schon absolut signifikant, was wir hier derzeit erleben. Und dasselbe haben wir auch für den Silbermarkt jetzt bekommen. Nur der Silbermarkt hat uns dieses Signal jetzt ein bisschen später gegeben. Das Signal ist mit letzten Monatsschluss jetzt bestätigt worden. Das bedeutet, Silbermarkt auch gegen den S&P 500 wieder im Bullenmarkt. Das bedeutet eben, dass relativ gesehen Silber dem S&P 500, egal ob er fällt oder steigt, outperformt. Also das bedeutet, wenn der S&P 500 weiter steigt, wird Silber noch mehr steigen, oder wenn der S&P 500 fällt, wird Silber halt weniger fallen wie der S&P 500. Also Sie haben hier eine ganz klare Outperformance gegenüber dem Aktienmarkt. Und das ist schon immer, ja, man muss sich diese ganz großen langfristigen Trends immer wieder aufs Neue hervorrufen, denn natürlich, wie gesagt, durch diese ganzen Medien, was man jeden Tag liest über Gold, kaufen, verkaufen, steigen die Realzinsen, fallen die Realzinsen, gibt es eine Impfung, gibt es keine Impfung, ist es doch nicht alles so schlimm, das muss man einfach ausblenden. Es geht hier wirklich darum, dass man langfristig denkt, langfristig investiert, und die fundamentalen Daten hinter Gold und Silber, die haben sich nicht verändert. Die haben sich nicht verändert, die sind nach wie vor so, wie sie vorher waren. Alles, was wir derzeit sehen, ist einfach eine hohe Volatilität. Und davon ist ja auch schon, ja, davon kann man einfach ausgehen, dass die Volatilität auch erhöht bleibt. Das habe ich auch schon immer wieder in den vergangenen Marktupdates versucht näher zu bringen, dass man sich einfach jetzt auf hohe Volatilität einstellen muss. Kommen wir nun zu den Rohstoffen, und hier hat die große Umschichtung langsam aber sicher jetzt begonnen. Wir haben negative Realzinsen, wir haben finanzielle Repression und aufgeblähte Finanzvermögenswerte, wie zum Beispiel die Aktien oder auch natürlich die Anleihen. Und das treibt natürlich jetzt die Investoren in die völlig ausgebombte Anlageklasse, die Rohstoffe. Das muss man ganz klar sagen, wir hatten ja sogar negative Ölpreise im März, und wie gesagt, es war eigentlich mehr oder weniger, die Welt stand vorm absoluten Kollaps, aber nichtsdestotrotz, die Welt geht nie unter, das haben wir, glaube ich, des Öfteren jetzt schon gelernt, und deswegen scheint es jetzt an der Zeit zu sein, dass jetzt die Rohstoffe wirklich hier tief gemacht haben und wir jetzt in einen langfristigen Bullenmarkt in den Rohstoffen wieder gehen werden. Und natürlich muss man sich hier jetzt auch ganz klar dieses klassische 60-40 Portfolio ansehen, weil was ist dieses 60-40 Portfolio? Das ist einfach, dass man 60% Aktien hat, 40% Anleihen hat, und eben die Idee dahinter war immer, dass wenn der Aktienmarkt steigt, okay, dann steigen die Aktien mehr wie die Anleihen, aber wenn es Probleme gibt, dann hat man mit 40% Anleihen im Portfolio eine super Absicherung. Aber bei Anleihenrenditen, die jetzt wirklich im Bereich der Nullerlinie sind, wird dieses Portfolio, dieses klassische, ja, 60-40 Portfolio stark hinterfragt, und diese 40% Anleihen werden jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit von Großinvestoren umgeschichtet in Gold, weil Gold wird Anleihen mittlerweile ersetzen, und das ist eine sehr spannende Entwicklung, denn Investmentfonds, Hedgefonds, Pensionsfonds, Investmentbanken und auch Lebensversicherer werden sich jetzt Gold ins Portfolio nehmen müssen, weil eben diese 40%, also diese Anleihen, einfach kein adäquater Schutz mehr sind, falls es mal nach unten geht. Und das bedeutet natürlich mehr Zuflüsse für den Goldmarkt und daher höhere Goldpreise für die Zukunft.
Und ja, jetzt ist es soweit, eine extrem aufgeblähte Geldmenge, wie wir ja schon oft in unseren Marktupdates gezeigt haben. Diese Geldmenge trifft jetzt auf eine begrenzte Anzahl von Sachwerten. Finanzvermögenswerte gibt es genug, ja, man kann genug Anleihen ausgeben, es gibt genug Aktien, aber Sachwerte sind etwas, was wirklich limitiert sind. Und jetzt eben scheint es soweit zu sein, dass wirklich Investoren sich entscheiden, Kapital in die Sachwerte zu investieren, daher in die Rohstoffe. Und das wird auch mit sehr, sehr hoher Volatilität und massiven Bewegungen einhergehen. Und eine derartige Unterbewertung von Rohstoffen gegenüber dem Aktienmarkt führt auch langfristig natürlich auch zu einer ganz großen Überbewertung in den Rohstoffen gegenüber dem Aktienmarkt. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie einen Bogen so weit spannen, ja, dann wird er natürlich in die andere Richtung noch mehr schießen, als wenn Sie nur ein bisschen aufspannen. Und genau so sieht es derzeit eben in den Rohstoffen gegenüber dem Aktienmarkt aus. Und da habe ich Ihnen heute eine Grafik mitgebracht, und zwar von den Zuflüssen, also den kumulierten Zuflüssen in ETFs, also diesen Exchange Traded Funds von Aktien, Anleihen und Rohstoffen. Und hier sehen Sie in dieser Grafik, dass in Grau immer mehr Zuflüsse in Rohstoff-ETFs kommt und immer weniger in Aktien-ETFs. Und auch die Anleihen-ETFs, die steigen zwar immer noch, die Zuflüsse, allerdings holen ja die Rohstoffe massiv auf. Und wie wir gerade vorher aufgezeigt haben, werden höchstwahrscheinlich eben, also gerade das Gold, wird einfach die Anleihen ersetzen. Und dadurch wird es immer weniger Käufer von Anleihen geben, aber immer mehr Käufer im Rohstoffsektor. Und ja, durch die rekordtiefen Zinsen und die Marktinterventionen der Politik fangen Investoren jetzt einfach an, umzuschichten. Investoren haben jetzt gesehen, wir werden keinen normalen Zins mehr bekommen. Die Zinserhöhungen sind gescheitert im Jahre 2018. Und jetzt ist es eben an der Zeit, dass man sich einfach inflationsgeschützt aufstellt. Und genau das passiert derzeit am Markt. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen geht, aber dieser Prozess findet jetzt gerade statt. Und man kann jetzt wirklich davon ausgehen, dass ein neuer Rohstoffbullenmarkt begonnen hat. Und einer der spektakulärsten Graphen, die es so gibt, das ist zum Beispiel dieser Graph, das ist der S&P Goldman Sachs Commodity Index gegen den S&P 500. Wenn man dieses Ratio berechnet, dann bekommt man auf diese Grafik hier, und diese Grafik visualisiert einfach so gut, wie unterbewertet Rohstoffe gegen den Aktienmarkt wirklich sind. Man sieht eben hier in den 1970er Jahren, dass eben in den Nachkriegsboom damals die Aktien überbewertet waren, Rohstoffe unterbewertet waren. Dann kam innerhalb von nur 2 Jahren ist dieses Ratio durch die Decke gegangen. Das heißt, dass die Rohstoffpreise damals explodiert sind mit der Ölkrise im Jahre 1973 und 1974. Dann waren mehr oder weniger die Rohstoffe überbewertet gegenüber dem Aktienmarkt. Aber wie es eben immer so ist, alles was raufkommt, kommt runter. Ist das Ganze wieder etwas runtergekommen, bis dann wieder es zu einer geopolitischen Auseinandersetzung im Nahen Osten gekommen ist, nämlich damals der Golfkrieg in den 1990er Jahren. Damals waren auch wieder die Rohstoffe überbewertet gegen den Aktienmarkt. Dann hatten wir diese lange 10-jährige Hosse, den Technologieaktienboom, der dann schlussendlich im Jahre 2000 sein Ende gefunden hat, und mit 9/11 und damals den Einmarsch im Irak 2003 von den Amerikanern wieder die Rohstoffpreise ordentlich angezogen haben und mit der Finanzkrise 2008 wieder hochgefunden haben. Und jetzt sind wir schon wieder in 12 Jahre später an dem Punkt angelangt, wo die Rohstoffpreise hier unten völlig unterbewertet sind gegen den Aktienmarkt in der sogenannten FANG-Bubble, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Und diese FANG-Aktien haben mittlerweile über 20% Gewichtung im breit gefächerten S&P 500. Also 500 größten Unternehmen werden über 20% von 5 Aktien derzeit getrieben. Und das ist natürlich keine gesunde Entwicklung, das Ganze. Allerdings hat jetzt eben durch das C-Virus hatten wir diesen Auslöser, dass wir jetzt diese gigantischen Einwirkungen seitens der Politik wieder bekommen haben und das gleichzeitig aber den Anfang eines ganz, ganz großen Rohstoffbullenmarkts bedeuten sollte. Und natürlich stellt sich auch hier die Frage, ja, was passiert, wenn wir in diesem Ratio wieder ganz da oben angekommen sind? Ja, das wird jetzt nicht unbedingt dieses Jahr passieren, aber es wird in den nächsten Jahren wird das auf uns zukommen. Und natürlich, wir sehen hier schon, wir hatten die Ölkrise 73, 74, wir hatten den Golfkrieg, wir hatten die große Finanzkrise 2008. Was wird es diesmal sein? Darüber kann man natürlich nur spekulieren, da traue ich mich auch jetzt hier gar keine Prognose abzugeben, weil es einfach unseriös wäre.
Allerdings, man weiß, dass mit USA und China hier ein ganz, ganz großes geopolitisches, großes Ereignis auf uns noch zukommen wird. Das ist noch lange nicht vom Tisch. Natürlich auch der Mittlere Osten, kann immer wieder was passieren. Und von dem her, irgendetwas wird hier in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Fakt ist aber, dass die Rohstoffpreise gegenüber dem Aktienmarkt historisch unterbewertet sind. Und eine historische Unterbewertung, wie man es eben hier in den 70er Jahren sieht, wenn es erstmal losgeht, ja, und die Rohstoffpreise anziehen, anfangen, dann wird wahrscheinlich alles auf einmal in die Rohstoffe auch geschichtet werden. Und das heißt, wir werden ganz, ganz, ja, große Bewegungen im Rohstoffmarkt sehen. Das ist natürlich ein Thema, auf das man jetzt in der nächsten Zeit, sage ich mal, jedes Quartal einmal schauen muss. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig auch für uns als Edelmetallinvestoren, das zu wissen. Denn wenn natürlich dieser Rohstoffbullmarkt kommt, wird das auch mit einer Dollarabwertung einhergehen. Und das sind wie Flügel für die Edelmetalle. Gut, dann kommen wir schon zum zweiten Thema für heute, denn es geht um Donald Trump und Donald Trump möchte die Einkommensteuer senken. Und das ist wieder eine signifikante, ja, wie soll ich sagen, ein Ereignis, über das wir heute sprechen müssen, denn es geht wieder um die Budgetdefizite in den USA und lassen Sie mich kurz ausführen, warum das Ganze so signifikant ist. Also hier ganz provokant die Frage stellt: USA, Einkommensteuer bald abgeschafft. Ja, am Samstag hat Donald Trump mittels Verordnung die Arbeitslosenunterstützung, über die wir schon letztes Mal im Marktupdate gesprochen haben, von $600, die waren jetzt für eine Woche unterbrochen, aber Donald Trump hat jetzt mehr oder weniger mittels Verordnung diese Arbeitslosenunterstützung wieder implementiert, allerdings nicht mit den $600 pro Woche, sondern mit den $400 pro Woche, also ein bisschen weniger. Und gleichzeitig hat er auch eine Aussetzung der Lohnsteuer abgesegnet, bis zumindest Ende des Jahres, also bis in Dezember, mit der Option auf eine permanente Abschaffung. Und das hat er deswegen gemacht, weil sich Finanzminister Mnuchin und Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi sich nicht einigen konnten auf ein weiteres Hilfspaket. Allerdings haben sie schon wieder die Gespräche aufgenommen. Es wird sehr interessant, was jetzt am Ende des Tages das Ergebnis sein wird. Man plant jetzt bis Ende Dezember und dann ins neue Jahr hinein macht man dann wieder etwas Neues. Aber jetzt geht es erstmal darum, dieses Jahr noch hinüberzubringen. Und selbstverständlich, wir sind jetzt in einem Wahljahr und das wird ganz, ganz spannend werden, denn der Markt preist bereits jetzt schon $1 Billion Hilfspaket am Preis der Markt ein. Das bedeutet, wenn das drunter wäre, was ich auf keinen Fall glaube, dann wäre das wirklich eine große Enttäuschung und dann würde es natürlich auch wieder zu Abverkäufen in Gold und zu Silber kommen. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube vielmehr, dass man hier einfach etwas in der Nähe der Erwartungen liefern wird und weiters dann Donald Trump, ich meine, es gibt immer noch die Möglichkeiten, Helikoptergeld zu verteilen, zu Wahl hin dann, die finanziellen Mittel hat er ja, wie wir schon vom vorigen Video auch gelernt haben. Und es bleibt hier wirklich ganz, ganz, ganz spannend, wie es weitergeht. Trump hat eben immer gesagt, drittes Quartal, das wird ein starkes Quartal für die US-Wirtschaft. Und in der Regel passiert eben das, wie schon letztes Mal erwähnt, das, was Donald Trump sagt, passiert auch in der Regel. Aber es wäre eben das nicht genug, hat jetzt Donald Trump gesagt, dass er die Einkommensteuer für Familien mittlerer Einkommensklassen senken möchte. Und das war ja für mich auch etwas, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, also jetzt will man schon die Lohnsteuer, die setzt man jetzt aus und da möchte man auch noch die Einkommensteuer auch noch senken. Und ich zeige Ihnen jetzt gleich, warum das so eine signifikante Entwicklung hier ist, weil was hat das eventuell für Folgen, wenn jetzt wirklich die Einkommensteuern auch noch gesenkt werden? Dafür habe ich Ihnen heute diese Grafik mitgebracht, denn die US-Steuerannahmen kollabieren in diesem Sinne dann komplett. Weil man sieht, wie sind die Steuernahmen aufgestellt? Es geht erstens mal darum, 50% macht die Einkommensteuer aus und 36% machen die Lohnsteuern aus. Und nur 7% zum Beispiel eben die Unternehmenssteuern, die da eingenommen werden, also vom Steuerkorb quasi, den die USA einnimmt. Und das Signifikante hier ist, dass 50%, also die Einkommensteuer, wenn hier daran geschraubt wird, das ist wirklich extrem. Das bedeutet, dass Familien natürlich wieder mehr Kapital zum Konsumieren haben, mehr Geld zum Konsumieren haben. Der US-Konsument ist ja mit 76-70% vom Bruttoinlandsprodukt ganz, ganz, ganz ein wichtiger Teilhaber daran, dass die US-Wirtschaft funktioniert. Also den Konsum darf man einfach nicht fallen lassen. Und die Lohnsteuer, das ist eben auch das Besondere, 36%, die sind ausgesetzt derzeit und das macht natürlich extrem was aus. Man darf nicht vergessen, die USA geben derzeit $6 Billionen aus.
nehmen aber gleichzeitig nur circa 2,4 Billionen Dollar ein. Das heißt, die machen ein ganz, ganz großes Defizit dieses Jahr. Wenn man jetzt allerdings, muss man nochmal rechnen, diese 36% von diesen 2,4 Billionen abzieht, dann kommt man irgendwo auf 1,6 Billionen Dollar, die man nur mehr als Einnahmen hat, ohne dass ich an der Einkommensteuer noch geschraubt habe. Und das möchte ja Donald Trump auch noch machen. Also das ist so extrem. Das bedeutet, die USA gibt dann mehr wie das Vierfache aus, wie sie eigentlich einnimmt. Und ich glaube, wenn wir das natürlich alle machen, das ist natürlich nicht gut. Ja? Und das hat eine große Konsequenz. Und diese Konsequenz, liebe Zuschauer, ist in dieser Grafik sehr schön dargestellt. Denn man sieht hier, wenn die Budgetdefizite ja völligst explodieren, was sie derzeit ja tun durch die C-Krise und jetzt auch noch durch quasi Steuersenkungen, ja, weil das Geld muss ja irgendwo herkommen, aber es ist eben nicht da, dann steigen eben die Defizite noch mehr an. Und das, wie Sie in dieser Grafik rechts hier sehen, korreliert perfekt mit dem Goldpreis. Das heißt, steigende Budgetdefizite, die jetzt eben durch die Steuersenkungen oder sogar Aussetzungen noch weiter ansteigen, das ist natürlich positiv für den Goldpreis und positiv für die Inflation. Und auf der linken Seite habe ich Ihnen noch eine Grafik mitgebracht, wo Sie eben sehen, dass die Budgetdefizite im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, ja, wenn dieses Verhältnis fällt, also derzeit sind wir gerade bei ja, minus 15, minus 16% Defizit zu Bruttoinlandsprodukt in den USA, das korreliert natürlich auch mit dem US-Dollar. Und wie Sie hier sehen, eben der Dollar sollte alleine schon wegen diesem Rekord hohen Defiziten in den nächsten Jahren einfach stark abwerten. Und daher ist mit weiter steigenden Goldpreisen zu rechnen und mit einer Dollarabwertung, das wiederum steigende Rohstoffpreise impliziert. So, dann kommen wir jetzt schon zum aktuellen Marktausblick zu Gold, Silber und Platin. Da hat sich einiges getan und da schauen wir uns jetzt an, wo sind die Unterstützungen, aber auch die Widerstände und die nächsten Ziele für Gold, Silber und Platin. Starten wir mit dem Gold-Marktausblick. Die Grafik abgedatet vom letzten Mal. Wir haben diesen parallelen Aufwärtstrendkanal verlassen, sind nach oben ausgebrochen. Und das Ziel dieser Bewegung, also mittelfristig dieses Ausbruchs, der hier stattgefunden hat bei 1820, 1830 Dollar, liegt irgendwo im Bereich 2130 bis 2200 Dollar. Und wir sind derzeit im Bereich 1950 hier unterwegs. Die 1950 ist eine ganz starke Unterstützung. Falls diese Unterstützung fällt, dann haben wir als nächste Unterstützung 1870 und wirklich als tiefsten Wert, was ich aber nicht glaube, dass wir den nochmal sehen werden jetzt, sind die 1820 Dollar hier unten. Ich glaube es nicht, dass wir es sehen. Ich glaube vielmehr, dass wir bei 1950, jetzt gerade während dieses Video aufgezeichnet wird, stehen wir bei 1950 Dollar und ich glaube, dass das Tief sein wird, mittelfristig jetzt wieder. Ich glaube nicht, dass wir viel mehr Korrekturpotenzial nach unten haben. Und wir eher wieder in den Bereich 2100 plus in Gold gehen werden und anschließend dann in eine mehrmonatige Korrektur vielleicht übergehen werden. Aber ich glaube nicht, dass es das jetzt schon war und wir jetzt schon in eine mehrmonatige Korrektur übergehen werden. Ich denke, dass wir schon noch ein bisschen Potenzial nach oben haben und dadurch ist es natürlich auch für den Silberpreis ganz interessant, dann wie es hier weitergeht. Deswegen unbedingt dranbleiben. Wir schauen uns natürlich noch am Gold in Euro an. Gold in Euro hat hier auch noch Aufwärtspotenzial, derzeit eben bei ca. 1700 Euro. Ziele auf der Oberseite sind die 1850 Euro und die 1950 Euro. Also wir sind hier noch nicht an den Zielen angelangt. Diese Abverkäufe, die derzeit stattfinden, glaube ich, dass die nur von kurzer Dauer sind und wir dann wieder Richtung Norden unterwegs sind. Schauen wir uns nun Silber an. Silber, ganz interessant. Diese Grafik muss ich heute wieder updaten, weil wir haben es, den Monatsschluss unterhalb dieser Aufwärtstrendlinie und dieser horizontalen Linie bekommen. Das ist ein extrem bullisches Signal für Silber gegenüber Gold, weil wir hatten das letzte Mal im Jahre 2003 und im Jahre 2009. Also das ist jetzt das dritte Kaufsignal für Silber gegenüber Gold seit 20 Jahren. Das ist natürlich schon nicht etwas Kleines, sowas hat man nicht sehr oft. Und dieser Aufwärtstrend, der jetzt eben 9 Jahre alt war, ist eindeutig gebrochen, so viel kann man sagen. Und ja, die Frage ist, wie weit wird dieses Gold-Silber-Ratio jetzt fallen? Und man kann natürlich davon ausgehen, dass man die Tiefs von 1998 und 2011, dass wir die rausnehmen. Ja, das bedeutet, wir werden irgendwo unter
30 Unzen Silber für eine Unze Gold kommen. Höchstwahrscheinlich ist es aber, dass wir sogar in den Bereich von 20, 25 hinkommen werden im Gold-Silber-Ratio. Ja, das ist für viele so unwahrscheinlich und unmöglich, dass sowas passieren kann. Aber das ist eben mit den ganzen fundamentalen Daten, die wir haben, mit der Knappheit derzeit in Gold und Silber seitens von der Minenproduktion, aber natürlich auch von den Münzanstalten, scheint es hier einfach jetzt nur immer in eine Richtung zu gehen. Langfristig, das ist nach oben für Gold und Silber, aber Silber eben mit einer deutlichen Outperformance gegenüber Gold. Gleichzeitig noch den Wochenchart im Gold-Silber-Ratio wollte ich Ihnen auch noch zeigen. Wir haben eben diese 1, 2, 3, 4 Auflagepunkte von diesem langen Aufwärtstrend hier schlussendlich jetzt gebrochen. Und es gibt hier noch auch keinen Pullback, einen sogenannten Pullback, wo es dann wieder ein bisschen zurückkommt. Aber natürlich, ja, muss ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, kann dieser Pullback jederzeit stattfinden. Es kann jederzeit eine starke Korrektur einsetzen. Aber bitte vergessen Sie nie, man muss langfristig denken. Ja, kurzfristige Spekulieren ist Profi-Angelegenheit, muss ich immer wieder erwähnen, weil es versuchen sich immer mehr Leute darin und es reizt natürlich wegen der ganzen hohen Volatilität und den großen Schwankungen. Allerdings glauben Sie mir eines, Sie fahren am besten, wenn Sie langfristig denken, langfristig investiert bleiben, denn wir haben derzeit einfach alles auf Grün und es gibt eigentlich gar nichts zu tun, außer wenn es mal runterkommt und man hat ein bisschen was übrig. Natürlich kann man immer wieder ein bisschen was nachlegen. Wie gesagt, andere Empfehlungen dürfen wir keine machen, aber so mache es ich zumindest. Gut, dann schauen wir uns natürlich den Silber-Wochenchart an. Und auch hier sind wir jetzt, während dieses Video gedreht wird, sind wir wieder bei 27 Dollar unterwegs. Unterstützung hier ganz klar die 26 Dollar in Silber und dann anschließend auch noch die 24 Dollar in Silber. Das sind wirklich starke Unterstützungen. Ich glaube jetzt nicht, dass es da viel mehr drunter fallen wird. Und viel wahrscheinlicher ist es, dass wir in den Bereich 34, 35 Dollar im Silber dann weiter steigen werden, wenn dann Gold bei 2120 bis 2200 sein mittelfristiges Hoch sieht. Aber auch hier ist keine Garantie. Vielleicht gehen wir hier direkt weiter und steigen überhaupt im Bereich 2300 hinauf. Fakt ist, auf der Unterseite sehe ich nicht so viel Potenzial wie auf der Oberseite und daher gibt es eigentlich hier nicht viel zu sagen, außer dass man natürlich eben die Rücksetzer, wie vorher erwähnt hat, als Chance nutzen sollte. Auch Silber in Euro, ganz interessant, hier sind wir im Bereich von 25 Euro die Unze schon gewesen, ganz starker Widerstand sind die 26,50 in Silber in Euro, allerdings auch ganz stark unterstützt bei 21 Euro. Also Silber, hier muss man einfach jetzt die Füße stillhalten, einfach warten. Hier gibt es wirklich nichts zu tun, denn die nächsten Ziele sind auf jeden Fall die Allzeithochs auch in Euro, die wir hier bei 33, 34 Euro haben. Und deswegen einfach zurücklehnen und die Show genießen, so sage ich es immer. Viele sind eben immer sehr nervös, wenn es ein bisschen hin und her geht. Aber so ist das nun mal, wenn Kapital und Geld in die Edelmetallmärkte fließt, die relativ klein vom Volumen her sind, wie zum Beispiel der Silbermarkt, dann kommt es einfach zu ganz großen Ausschlägen und das muss man einfach hinnehmen. Und wenn man das nicht vertragt, dann ist es vielleicht besser, dass man vielleicht wirklich Gold hat, weil die Volatilität von Silber ist doppelt so hoch, also die monatliche Schwankungsbreite, als wie die von Gold. So, und natürlich noch Silber in Weltwährungseinheiten habe ich auch noch mitgebracht heute. Ein fulminanter Ausbruch hier mit diesen zwei ganz großen Kerzen, die hier weggebrochen sind aus dieser großen Basis. Deswegen, ja, von dem Korrekturpotenzial her sehe ich nicht unbedingt viel. Klar kann es mal 3, 4 Dollar schnell nach unten gehen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt langfristig hier einen großen Ausverkauf wieder gibt. Vielmehr liegen hier die Chancen wirklich weit auf der Oberseite. Und einen abschließenden Graph heute ist Silber in US-Dollar, eine Quartalsgrafik, also einen Quartalschart, wo man hier sieht, dass Silber eine ganz große, man sagt das in der technischen Analyse, so eine Untertassenformation gebildet hat, die sich wirklich über 40 Jahre erstreckt. Und es ist super interessant, dass wir jetzt hier diesen Ausbruch gemacht haben mit dem C-Virus und jetzt eben hinaufstürmen auf diese 50 Dollar in Silber. Und wenn wir diese 50 Dollar rausnehmen sollten, ja, also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir diese 50 Dollar rausnehmen werden. Wann gehe ich davon aus? Nächstes Jahr spätestens glaube ich, dass wir die 50 Dollar sehen werden. Und dann ist natürlich der Raum komplett nach oben offen. Der Himmel ist offen für Silber und die nächsten Ziele liegen dann sofort bei 70, 80 Dollar. Die Feinunze ist natürlich spektakulär, was das für eine Chance ist. Das ist immerhin noch von jetzigen Kursen mehr oder weniger eine Verdreifachung. Und ja, es bleibt spannend abzuwarten, wie es hier weitergeht. Diese Grafik wollte ich Ihnen heute einfach zeigen, damit man einfach eben niemals vergisst, wie wichtig es ist, dass man wirklich aus einem ganz großen Zeitfenster hinaus die Dinge betrachtet und nicht nur vielleicht die Tages-
Schwankungen im Edelmetallmarkt ernst nimmt. So, dann kommen wir schon zu Platin, Platin-Marktausblick. Wir haben ja schon einige Videos über Platin gemacht, die verlinken wir jetzt auch hier unten. Bitte unbedingt anschauen vorher bei Platin. Ganz interessant, da kommen wir derzeit zu Marken, wo wir eben früher schon gesagt haben, wenn diese gerissen werden, dann ist der Bullenmarkt auch in Platin bestätigt und lustigerweise passiert das auch gleichermaßen mit den Rohstoffen, ja, weil Platin wird wirklich wie ein Rohstoff auch gehandelt. Ganz im Gegensatz dazu, Palladium ist viel mehr so wie der Aktienmarkt. Also Palladium wird nicht so gehandelt wie ein Rohstoff, sondern läuft eher mehr im Einklang mit dem Aktienmarkt. Deswegen mit Palladium, da sind wir sehr skeptisch. Wir glauben, dass da die Hochs schon gesehen worden sind und viel Potenzial ist hier wahrscheinlich nicht mehr. Das große Potenzial hat man natürlich in Silber, aber auch in Platin und in Gold. Palladium ist halt ein Edelmetall, das schon stark gelaufen ist. Es ist sehr viel eingepreist und daher haben wir das jetzt ein bisschen vernachlässigt, auch in den Analysen. Falls sich hier wieder was tut, werden wir natürlich sie nonstop updaten und jederzeit auf den Laufenden halten. Deswegen unbedingt unseren Kanal abonnieren, damit Sie kein Video verpassen. Und eben diese Quartalsgrafik kommen wir jetzt zurück zu Platin. Hier sehen wir diese grüne Linie hier, das sind die 1047 Dollar. Und wenn wir diese 1047 Dollar in der nächsten Grafik, jetzt sieht man es ein bisschen besser, auf Monatsbasis, wir haben jetzt hier die 1050 hingeschrieben, wenn wir die knacken könnten, besonders auf Monatsbasis natürlich und besser noch mit Quartalsbasis, dann kann man auch hier sagen, okay, auch Platin ist jetzt wieder zurück im Bullenmarkt, bestätigt mehr oder weniger als letztes Edelmetall, dass es wirklich jetzt voll losgeht und natürlich auch mit den Rohstoffen, dass auch hier der Boden endgültig drin ist, wovon ich persönlich absolut ausgehe, aber es ist immer gut, wenn einem der Markt dann schlussendlich recht gibt und man wartet einfach, bis diese Marken gerissen werden, um anschließend dann ja die Bestätigung zu haben. Platin hat ganz interessante Fundamentaldaten, deswegen unbedingt das, unsere Videos anschauen, die wir dazu gemacht haben. Ist jetzt schon eine Zeit her, aber ist immer noch ganz, ganz hoch aktuell. Schauen wir uns natürlich noch die Platin Commitment of Traders Daten an. Wie wir hier sehen, im Jahre 2016 waren die Spekulanten extrem long im Platin positioniert, aber auch am Ende vom Jahre 2019, im Dezember, waren die Spekulanten wieder sehr bullish auf Platin und immer wenn die Spekulanten also so extrem positioniert sind, kommt es dann zu ganz großen Rücksetzern. Derzeit sind die Spekulanten nicht unbedingt sehr positiv auf Platinum. Das bedeutet, dass wir aktuell noch hier etwas Aufwärtspotenzial haben. Wie gesagt, Commitment of Traders Daten, ich sage es immer wieder, sind nicht so wichtig. Sie sind nur wichtig an wirklich an Extrempunkten. Und daher kann man davon ausgehen, dass wir mit dieser Positionierung die 1050 Dollar schon noch, besonders in diesem Quartal, aber vielleicht im nächsten Quartal, reißen könnten. Das bedeutet, dass wir dann die Bestätigung kriegen, dass auch Platin zurück im Edelmetall-Bullenmarkt ist. Ganz spannende Entwicklung. Wir werden sie eben nonstop hier up to date halten. Und ja, wir kommen jetzt schon zu unseren Zuhörerkommentaren. Ganz spannende Fragen hier wieder und fangen wir hier direkt an. Toheins1966 fragt uns, wieder mal ein top exzellentes und hervorragendes Video. Was glauben Sie, kann Platin wieder zu Gold abschließen? Vor zig Jahren war Platin teurer als Gold. Kann Platin wieder zu altem Glanz erstrahlen, auch aufgrund der Basel III-Richtlinie? Lieber Toheins, ich glaube, dass Gold und Silber auf jeden Fall die Metalle sein werden, die outperformen werden. Die werden auch Platin outperformen, die werden Palladium outperformen, weil es einfach monetäre Metalle sind. Ja, wir sind jetzt am Ende dieses ganz großen Zyklus und es wird einfach im Weltwährungssystem zu großen Verwerfungen kommen. Und da sind natürlich Metalle, die ehemaligst mal als Geld gedient haben. Die Metalle werden natürlich dann bevorzugt von den Investoren, die sind selten und sie haben einfach monetären Charakter. Und diese Metalle werden auf jeden Fall Platin und auch Palladium outperformen. Selbstverständlich spricht aber nichts dagegen, ein bisschen Palladium oder auch Platin, also speziell Platin im Portfolio zu haben. Bei Palladium, sage ich nochmal, bin ich sehr vorsichtig, aber bei Platin sehe ich auf jeden Fall das Aufwärtspotenzial sehr viel höher wie bei Palladium. Gut, dann kommen wir nun zur nächsten Frage. Daniel Rose fragt, hallo Benjamin, vielen, vielen Dank an dich und das Team von Kettner Edelmetalle für diese wirklich wertvollen Inhalte. Allerdings habe ich mal eine generelle Frage. Sollte es irgendwann zu einer Währungsreform kommen, ist das dann der Zeitpunkt, an dem man seine Edelmetalle wieder verkaufen sollte? Ist dann der von dir angesprochene Zyklus am Ende? Das ist eine super Frage übrigens und ja, es ist so, falls die Währungsreform kommt, wovon auch ich stark ausgehe, zumindest dass es im Weltwährungssystem zu ganz großen Verwerfungen kommen wird,
dann wird auch der Zyklus am Ende damit sein, das ist wirklich das Letzte, was kommt, wenn die Währungsreform kommt, ist es mehr oder weniger draußen. Alle Leute wissen, okay, es ist jetzt eine neue Währung, es gibt ein neues System und dann ist es auch zu spät, Edelmetalle zu kaufen. Aber selbstverständlich wird es irgendwann um diese Währungsreform herum der richtige Zeitpunkt sein, Edelmetalle zu verkaufen. Aber natürlich wissen wir nicht, wann diese Währungsreform kommt. Deswegen schauen wir uns hier eben die ganzen Ratios an, wir schauen uns an die Geldmenge im Vergleich zu den den überirdischen Goldvorkommen etc. etc., wohin der Goldpreis circa steigen könnte. Also wir haben hier wirklich sehr viele Instrumente, wo wir messen, wo der Goldpreis circa seinen Top machen wird in den nächsten Jahren, aber dafür ist es natürlich noch zu früh. Allerdings haben wir alle Werkzeuge dafür, um circa das Top zu bestimmen. Natürlich wissen wir noch nicht, wo dieses Top genau sein wird, aber viele, viele Ampeln, die uns dann auf Rot mehr oder weniger gehen werden und sagen, okay, jetzt ist der Edelmetall-Bullenmarkt, der Zyklus am Ende, dann werden wir natürlich auch agieren. Aber dafür ist natürlich viel zu früh. Aber es ist eine super Frage, denn es wird wahrscheinlich eben mit Zeitpunkt dieser Währungsreform werden wahrscheinlich auch alle unsere Systeme uns die Antworten geben, beziehungsweise zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit uns die Antworten geben, dass es jetzt Zeit wird, langsam aber sicher aus den Edelmetallen einfach wieder auszusteigen. Das ist so. Gut, dann schauen wir uns schon das nächste Kommentar an von Tristan Schindler. Wenn Sie sagen, Sie sehen bei Gold die 2100, 2700 und 2800 Dollar, dann macht die Aussage, glaube ich, nur dann Sinn, wenn Sie Ihre Aussage grob mit dem Zeitstempel versehen ist. Zum Beispiel rein theoretisch 2100 Dollar in einem Jahr ist etwas anderes als erst in 10 Jahren. Ja, absolut, das stimmt natürlich, aber um die Frage einfach kurz und bündig zu beantworten, ich glaube, dass wir 2100 Dollar dieses Jahr noch sehen und 2700 oder 2800 Dollar spätestens nächstes Jahr sehen. Also spätestens im Jahre 2021 gehe ich davon aus, dass wir 2700 oder 2800 Dollar Gold sehen werden. Kommen wir nun zur letzten Frage von Norman Arnott, @Kettner Edelmetalle, Gold und Silber. Benjamin, besten Dank auch von meiner Seite. Und Norman Arnott fragt uns, kannst du mir sagen, warum die Minen aktuell etwas underperformen? Besonders heute ist Silber im Schnitt deutlich besser gelaufen. Kann man ab einem gewissen Silberlevel wieder eine deutliche Outperformance von seitens der Minen sehen? Und ja, es ist wirklich in der Tat so, die Minen sind immer noch Underperformer gegen Gold und Silber, besonders eben seit dem Jahre 2000. Allerdings muss man hier einfach, wenn man in Minen investiert ist, einfach natürlich etwas Geduld haben. Die Minen schwanken einfach nochmal viel extremer um Gold und Silber herum. Und es ist natürlich, ja, man muss damit leben können. Die Minen haben eine ganz große Volatilität. Hier sind 20%, 30%, 40% im Monat Schwankungen völlig normal. Das ist extrem. Damit muss man leben können, schlafen können. Aber natürlich in einem echten Edelmetall-Bullenmarkt werden natürlich diese Minenaktien natürlich massivst noch aufholen. Das ist klar, das war immer schon so und das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Allerdings muss man hier ganz klar wieder erwähnen, physisches Edelmetall sollte immer den Hauptanteil eines Portfolios, eines Edelmetallinvestors haben. Das ist ganz, ganz wichtig, das darf man nie vergessen. Auch bei aller Gier, die es natürlich in diesem Sektor jetzt schon wieder gibt, weil halt die Kurse schon wieder so weit gestiegen sind. Allerdings wird das noch viel, viel ärger werden und viel schlimmer werden, weil die Preise für Edelmetalle werden auf jeden Fall noch viel, viel, viel weiter anziehen. Und gerade im Silber sind wir gerade erst jetzt frisch seit im März in einem neuen Bullenmarkt. Kommen wir nun zur Zusammenfassung des heutigen Marktupdates. Der Goldpreis noch nicht am mittelfristigen Ziel angekommen. Ich rechne nach wie vor damit, dass wir die 2120 bis 2200 Dollar noch sehen werden, bevor es dann eventuell in eine 2-, 3-, 4-monatige oder mehrmonatige Korrektur gehen kann. Fakt ist auch, immer mehr institutionelle Investoren werden jetzt in den Goldmarkt einsteigen. Wir haben heute eben gesehen, dass diese 60-40 Portfolios, dass sie einfach die Anleihen nicht mehr diesen Schutz bieten, den sie mal geboten haben. Deswegen muss man jetzt hier einfach umdenken und Anleihen werden höchstwahrscheinlich durch das Gold jetzt ersetzt werden, was natürlich die Goldpreise weiterhin gut unterstützen sollte. Die Outperformance von Silber gegenüber Gold sollte weiterhin stark zunehmen. Aber auch ganz wichtig, Platin steht vor einem ganz großen Ausbruch. Die 1050 Dollar auf Quartalsbasis oder Monatsbasis würde ausreichen, um auch hier die Ampeln auf grün zu stellen und den Platin-Bullmarkt auch hier einzuleiten. Also es bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal herzlichst fürs Zuhören, für das heutige Marktupdate. Ich hoffe natürlich auch, dass es Ihnen gefallen hat. Und am Ende natürlich wieder unser obligatorischer Disclaimer.
Geben Sie mir bitte diesen Daumen hoch, abonnieren Sie auch unseren Kanal und kommentieren Sie auch fleißig mit. Bitte stellen Sie uns diese Fragen, damit wir beim nächsten Mal wieder 3 Fragen beantworten dürfen. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr Benjamin Deutsch für Kettner Edelmetalle.